Hallo Leute, No Commentary Game mehr mit einem ganz kurzen Video zu Call of Duty Vanguard. Und zwar, wie ihr wisst, gibt es ja wie in Modern Warfare 2019 oder auch in Warzone auf den Modern Warfare Waffen wieder diese Waffenperks, also diese Proficiencies. Und hier ist mir aufgefallen, es gibt ganz, ganz was schlimm Unbalancedes, Overpoweredes. Und zwar ist es das Perk Vital, also in der englischen Version Vital. Das ist das letzte Waffenperk auf der STG zum Beispiel. Diese Waffe ist sowieso schon relativ... die bevorzugte Wahl von den ganzen Sturmgewehren, die es gibt, auf der M1, auf der Typ 100, auf der SMG und auf der ITRA Burst. Auf diesen Waffen weiß ich nichts, ich weiß jetzt nur von der SDG, und da ist mir aufgefallen, dass das relativ overpowered ist. Und was macht dieses Perk genau? Es erweitert den kritischen Schadensbereich eigentlich, also den Headshot-Bereich auf den oberen Torso, also auf die Schultern, auf den Oberarm und auf den oberen Torso so. Eben auf dem oberen Brustbereich, habt ihr dann auch einen Headshot-Schaden. Was das bedeutet, so viel wie erst, das ist komplett egal dann, wo ich hintreffe. Eigentlich, solange es der obere Tor ist, also ich kann ihn dann in den C auch schießen und meine Time to Kill wird drastisch reduziert. Also jetzt mit der STG, Basisschaden hat 29, also es sind 4 Hits benötigt, um den Kill zu bekommen. Außer ich treffe einmal in den Kopf, dann wird es natürlich reduziert. Jetzt wird dieser Headshot-Bereich aber um einiges erweitert. Das heißt, es ist viel leichter, diesen Headshot-Schaden zu bekommen. Also von dem her ist das relativ, dieses Perk ist eigentlich die beste Wahl sozusagen jetzt von diesem ganzen. Weil was habe ich hier noch? Ich habe zwar so Sachen wie Sleight of Hand und Focus, das ist das Flinch Resistance, also dass mir die Waffe nicht mehr verreißt, wenn mich wer trifft. Aber ich habe halt relativ sinnlose Perks dann auch noch dabei. Wir gehen mal kurz in den Klassen-Editor rüber, dann zeige ich das mal kurz. Wir sind ja schon in meiner SDG-Klasse drin. Und hier seht ihr schon, das ist auf Level 55, Waffenlevel, bekommt ihr das. Ist das letzte Perk, heißt Vital, wie gesagt, und vergrößert eben den Bereich für den Headshot-Schaden. Und ich kann euch den Wert hier nicht zeigen, ich muss hier in eine andere Kategorie reingehen. Wir gehen hier kurz bei den Patronen ein. Ignoriert mal den Bullet-Velocity-Wert, der erhöht wird durch meine Patronen. Ihr seht hier schon den Schaden, der Basisschaden eben, wie gesagt, ist 29. 4 Hits, dass ihr den Kill bekommt, 3 mit Headshot. Und es wird eben wesentlich erleichtert, dass ich diesen Schaden bekomme. Und was hier gut wäre, ist, wenn man diesen Bereich ein bisschen wieder reduziert, der erweitert wird durch dieses Perk. Ja. Also jede Waffe, die dieses Perk oben hat, in deren Kategorie sozusagen, also die Typ 100 in der SMG-Klasse oder die STG in der Sturmgewehrklasse oder die M1, keine Ahnung, wie stark die M1 dann sein würde. Die M1 ist sowieso Two-Shot immer, weil die hat 61 Schaden pro Hit. Also das ist immer Two-Shot und vielleicht bekomme ich die auf One-Shot runter. Also keine Ahnung, man kann ja diese Perks stacken auch noch. Also ihr habt ja Magazin-Perks, die den Schaden erhöhen. Ich glaube Lauf erhöht nur Headshot-Schaden und das kann man auch stacken auch noch. Also keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Ich glaube es ja nicht. Aber nur kurz, dass ihr es wisst, warum, ich meine, die STG, wie gesagt, ist sowieso eine Waffe, die am ersten benutzt wird von den Leuten, aber dadurch mit diesem Perk, wenn da die Leute draufkommen, noch mehr. Ich hoffe, dass das bald gepatcht wird. Es ist absolut lästig, die Leute spielen sowieso nur mit solchen Waffen und dadurch wird das noch verstärkt. Ja Leute, das war es eigentlich schon. Mit einem ganz, nicht ganz so kurzen Video, hätte ich eher kürzer geplant gehabt, aber ich wollte euch das genauer erklären, wie das aussieht. Und ja, bis dahin, danke fürs Zuschauen und bye bye.